Ich rüge Ihre Rede für den unangemessenen Gebrauch von permanent unterhalb des Schimpfwortes agierenden Worten, die Sie für Kollegen finden. Ich finde das sehr unangemessen und rüge diese Rede. Als nächstes habe ich einige Wortmeldungen von Frau Abgeordneter König und Herrn Abgeordneten Adams, wenn ich das richtig gesehen habe. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen bis zur CDU und liebe Zuschauer, Zuschauerinnen im Livestream oder auch diejenigen, die möglicherweise anders zuhören, draußen beispielsweise. Vorab, das war ja jetzt irgendwie ein Stück merkwürdig, was hier der Inhalt der Reden der AfD-Abgeordneten war, weil zumindest die vorherige Rede von Herrn Brandner irgendwie so gar nichts mit den zwei vorliegenden Anträgen zu tun hatte, sondern sich mal wieder zum 10. Mal, zum 15. Mal abgearbeitet hat an der Amadeo-Antonio-Stiftung, an Jena, an allem, was sozusagen gegen das Weltbild von Herrn Brandner steht oder was nicht in seinem Weltbild passt. Ja, ich begleite Demonstrationen, ich begleite eher selten Einsätze der Polizei auf Demonstrationen, sondern ich beobachte und begleite Neonazi-Demonstrationen, um festzustellen, was dort geschieht. Ich kritisiere die Polizei eher selten für ihre Einsätze. Zumindest habe ich das in den letzten Wochen und Monaten nicht getan. Das, was ich am Sonnabend gemacht habe, und ich denke ja, darauf bezieht sich Herr Brandner hier, ich habe den Thügida-Aufmarsch in Saalfeld begleitet und habe da ähnliche Reden und ähnliche Äußerungen gehört, wie das, was Herr Brandner hier gerade gesagt hat. Nämlich, wer im LKW deportiert werden müsste. Das ist ein etwas anderes Dschungelcamp für Herrn Gabriel und unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel bräuchte. Wer eine linke Spinne oder auch eine nicht als Frau wahrnehmbare Person sei. Wissen Sie die Rede von Herrn Brandner gerade eben? So ähnlich redet Herr Köckert auf den Neonazi-Demonstrationen von Thügida. Dass Herr Höcke in seiner Rede hier keinen Ton über die Vorfälle von rechts, über die Übergriffe, die Angriffe auf Geflüchtetenunterkünfte, auf Menschen, die sich demokratisch engagieren, verliert. Das ist, glaube ich, sehr entlarvend für das Weltbild, für das Sie hier stehen, für das Sie politisch agieren und für das wir Sie auch zumindest verbal immer wieder versuchen anzugreifen, in Anführungszeichen. Verbal, wie gesagt. Und was wir Ihnen auch kontinuierlich vorhalten werden. Weil Sprache schafft Realität. Und die Sprache, die Sie hier heute im Plenarsaal verwendet haben, weist, glaube ich, ganz eindeutig auf das hin, was Sie zukünftig in Deutschland vorhaben. Sie kritisieren die Verwendung der Begrifflichkeit Revolution durch Herrn Hoff. Und gleichzeitig ignorieren Sie, dass im September 2016 bei einer AfD-Demonstration hier in Erfurt Herr Höcke sich hinstellt und an sein Volk ruft, ihr seid die Revolution, ihr seid die parteipolitische Revolution. Wir werden diese Revolution weitertragen, bis die 180-Grad-Wende in der Politik beendet ist. Das sind Zitate von Herrn Höcke. Und ich glaube, mit diesen Zitaten entlarven Sie sich selber viel mehr als mit den Reden, die Sie hier gerade versucht haben, oder auch mit den versuchten Diffamierungen gegenüber Herrn Hoff oder auch gegen anderen Kollegen und Kolleginnen hier im Hause. Und das ist, ach, das nicht nur unverschämt, ich nenne das jetzt einfach mal AfD. Etwas anderes fällt mir dann nicht mehr zu ein. Ich glaube, das sollte man auch als eine entsprechende Begrifflichkeit beginnen zu etablieren, um die zum Teil ja doch sehr vielfältige deutsche Sprache nicht zu missbrauchen, indem man für sie Begrifflichkeiten heraussucht. So,
Ich habe irgendwie überlegt, mit was fängt man da eigentlich an? Ne? Also Links- und Rechtsextremismus sind angeblich Brüder im Geiste, so ja die Einbringungsrede von Herrn Henke. Das spricht dafür, dass er überhaupt keine Vorstellung von der Extremismustheorie hat und von den wissenschaftlichen Forschungen und auch von dem Forschungsstand, den es mittlerweile bundesweit gibt und nicht nur bundesweit, sondern auch in den USA, in England, in Frankreich, also über ihren Horizont hinaus. Ich will nur als ein Beispiel hier bringen, Richard Stöß, Professor an der Universität Berlin, der sagt ganz klar, das Extremismuskonzept ist eindimensional. Aber gut, eindimensional passt ja wieder zu Ihrem Agieren. Insofern ist das höchstwahrscheinlich dann auch die Entscheidung gewesen, warum Sie sich hier anhand der Extremismustheorie abarbeiten. Sie kritisieren, dass die Rote Hilfe unter anderem Personen finanziell unterstützt oder eben auch Beschuldigten rät, keine Aussagen zu treffen. Wissen Sie, das ist gesetzliche Grundlage. Man hat ein Zeugnisverweigerungsrecht. Und da frage ich mich manchmal, auf welcher Grundlage bewegen Sie sich hier überhaupt in diesem Landtag? Auf welcher Grundlage führen Sie Reden? Auf welcher Grundlage wollen Sie Politik machen? Zumindest nicht auf der Grundlage des Grundgesetzes, welches Sie immer mal wieder gerne hochhalten, wenn Sie meinen, dass es in Ihre Politik passen würde. Nun hat der Herr Höcke ein Stück weit angefangen, der Herr Brandner hat es fortgeführt, Herr Helmerich hat zumindest begonnen. Wir können das ja auch. Und insofern, wenn wir hier darüber reden, was sozusagen politische Rechtsextrem oder ist, dann arbeiten wir uns doch mal ein bisschen an dem ab, was die AfD hier in Deutschland, insbesondere die in Thüringen, so tut. Nur ein paar Beispiele. Dresden ist ja schon erwähnt worden, 2010. Ich will an der Stelle nur den vielen tausend Menschen danken, die 2010 in Dresden die Blockade durchgeführt haben. Ein extra Dankeschön an die Antifaschisten und Antifaschistinnen. Und will vielleicht für die, die das nicht so ganz mehr in Erinnerung haben, mal kurz ein paar Zitate bringen von dieser Demonstration, an der sich Herr Höcke beteiligt hat, nämlich unter anderem nie, nie, nie wieder Israel. Und das passt zu dem, was Herr Höcke und was die AfD hier im Landtag sonst zum Thema Israel, zum Thema Antisemitismus und so weiter zu sagen, beziehungsweise noch besser zu zeigen hat, nämlich sie sind eine antisemitische Fraktion. Mehrere hundert Neonazis sind 2010 unter den Rufen Ruhm und Ehre der Waffen-SS durch Dresden gezogen und haben dabei unter anderem Menschen überfallen und Menschen zusammengeschlagen. Das sind die Teilnehmer, mit denen Herr Höcke gemeinsam auf einer Demonstration war. Wer sich heute hier hinstellt als einer derjenigen, der 2010 daran beteiligt war und meint, er könne hier den Anspruch erheben, sich gegen politischen Extremismus jedweder Art auszusprechen, der versucht nur von uns einen Persilschein zu bekommen für das eigene Verhalten. Und das können Sie vergessen, dass Sie von uns, und da rede ich, glaube ich, nicht nur für die Koalition, und ich denke, das betrifft die CDU genauso, diesen Persilschein werden Sie hier aus dem Plenum nicht erhalten. Die AfD in Thüringen kooperiert sehr eng mit der identitären Bewegung. Identitäre Bewegung wird ja in mehreren Bundesländern vom Verfassungsschutz beobachtet. Das ist für mich kein Maßstab, aber was ein Maßstab für mich ist, ist das Vorgehen der identitären Bewegung und deren Verbreitung völkisch-nationalistischer Ideologie und dann eben auch die Umsetzung des Ganzen. Das heißt im Zweifelsfall, wie es vor wenigen Tagen passiert ist, dass dann eben auch ein Identitärer mit einem Messer einen Gegendemonstranten niedersticht. Mit solchen Personen kooperieren Sie. In Ihren eigenen, Sie streiten das in Thüringen ab, aber verrückterweise gibt es ja das entsprechende Bildmaterial und gibt es ja auch die entsprechenden Berichte, unter anderem bei Report Mainz war das jetzt erst vor wenigen Tagen, beziehungsweise ein, zwei Wochen. Auf Ihren Demonstrationen, die Sie hier in den letzten zwei Jahren in Thüringen durchgeführt haben, treten auf Mitglieder der NPD, Mitglieder der Partei Die Rechte, Antisemiten der Europäischen Aktion, Mitglieder des Dritten Weges. Wissen Sie, Sie legen uns hier solche Anträge vor, meinen, sich distanzieren zu können und auf ihren Demonstrationen demonstrieren oder marschiert sozusagen die erste Garde der Neonazis in Thüringen. Distanzierungen sind, wenn sie überhaupt zu vernehmen sind, nicht ernst zu nehmen, da es bisher überhaupt keine Konsequenzen gab, sich sozusagen von diesen zu differenzieren. Unabhängig davon, wer da alles mitmarschiert, gab es bei den Demonstrationen der AfD von September 2015 bis Mai 2016 43 Straftaten rechts, nur bei den Demonstrationen der AfD. Da geht es noch nicht um Straftaten, die darüber hinaus irgendwo hier in Thüringen von rechts geschehen sind, sondern nur Personen, die sich auf ihren Aufmärschen aufgehalten haben. Ihre befreundete AfD-Fraktion in Baden-Württemberg
die ja auch ihren Fraktionsvorsitzenden Herrn Höcke unterstützt, beantragte vor einigen Wochen die Fördergelder für die NS-Gedenkstätte zu streichen. Ich frage mich, was ist denn extremistisch oder wo geht denn Gewalt, die Sie vermeintlich ablehnen, los? Und ich meine, sie geht schon in der Sprache los, sie beginnt mit der Sprache und sie beginnt auch mit solchen Forderungen, die Sie als AfD hier in Thüringen, aber auch in anderen Bundesländern vertreten. Da werden antisemitische Bücher veröffentlicht, Wolfgang Gedeon, auch Baden-Württemberg. Da vernetzen sich unter anderem auch Abgeordnete der AfD hier im Thüringer Landtag mit Neonazis in diversen Facebook-Gruppen, mit Holocaust-Leugnern. Da wird antisemitische Propaganda geteilt. Und Thügida erklärt dann natürlich irgendwo auch ein Stück weit logisch nachvollziehbar, dass ihr parlamentarischer Arm bereits im Landtag säße, nämlich die AfD-Fraktion. Ich will hier gar nicht die ganzen... Natürlich gibt es keinen Widerspruch. Warum auch? Das sind doch die eigenen Wähler, das sind doch die eigenen Personen, mit denen man im Zweifelsfall auch zusammen agiert. Ich will gar nicht die restlichen, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben so circa 10 Seiten von dem, was die AfD eigentlich verbieten will, von dem sie sich distanzieren will, wo man aber feststellt, exakt das ist die AfD, das, was sie hier, von dem sie sich angeblich abwenden will. Ich will vielleicht zur Extremismustheorie Ihnen noch eins sagen. Der Thüringen-Monitor, den wir hier in Thüringen haben, aber genauso auch andere Studien, belegen ganz klar, dass die Extremismustheorie nicht greift und dass sie abzulehnen ist, weil suggeriert wird, es gäbe eine vermeintlich saubere, eine vermeintlich ideologisch korrekte oder eine wie auch immer legale Mitte, aus der hervor nichts geschehen würde und die rein wäre und die sozusagen ja, sich selbst, wie auch immer, schützen könne vor dem politischen Extremismus. Politischer Extremismus immer in Anführungszeichen gedacht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, wenn Sie die Studien lesen. Das funktioniert auch nicht, wenn Sie sich anschauen, wie viele der Brandanschläge, die es in den letzten Monaten gegeben hat auf Unterkünfte, nicht von politisch rechts oder wie auch immer neonazistisch stehenden Personen verübt wurden. Es gibt einen Extremismus der Mitte, der mittlerweile auch durch Forscher sehr genau beobachtet wird. Und die von Ihnen hier dargestellte Extremismustheorie lehnen wir in aller Konsequenz und in jeglichen Formen ab. Und ich hoffe, dass sich irgendwann auch die CDU dazu bekennt, dass es nicht um die Extremismustheorie geht, sondern dass es darum geht, herauszufinden, wie Demokratie geschützt werden kann vor Einflüssen und wie man überhaupt negative Einflüsse sozusagen, wie man die abbilden kann, sei es im sozialwissenschaftlichen, im soziologischen oder in welchem Bereich auch immer. Denn der Extremismusbegriff ist ohne Inhalt und hat lediglich eine Funktion zu erfüllen und stellt die abweichenden politischen Vorstellungen unter den Verdacht der Verfassungsfeindlichkeit, was aber per se als solches nicht funktioniert, denn es gibt beispielsweise einen Sozialismus, der definitiv sowohl durch das Grundgesetz als auch durch die Verfassung möglich ist und der auch legitimiert ist. Und dann gibt es natürlich, gibt es auch Personen, die sozusagen mit anderen Formen agieren oder die auch ja, einen Stalinismus fordern, wo auch wir als Fraktion ganz klar sagen, es abzulehnen. Darüber reden wir überhaupt nicht. Nur mit der Extremismustheorie bekommen Sie das überhaupt nicht erfasst. Und da sind wir noch gar nicht bei dem Ganzen, was sozusagen auf der rechten Seite stattfindet. Und unabhängig davon, wie wollen Sie denn den Islamismus auf dieser Extremismustheorie-Ebene überhaupt einordnen? Als letztes, der Herr Höcke würde gern die Rote Hilfe verbieten. Ich glaube, dass das, was die Rote Hilfe macht, vollkommen in Ordnung ist, nämlich Menschen bei einem Grundrecht zu unterstützen, auf anwaltliche Vertretung, in dem beispielsweise finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden oder eben auch, dass sie beraten werden, was sind denn ihre Rechte, sowohl als Beschuldigte als auch als Zeugen. Und es gibt ein Beispiel aus Baden-Württemberg, Herr Fiedler, weil Sie gerade so mit dem Kopf schütteln, da wurde ein Lehrer mit einem Berufsverbot überzogen. Das Verfahren hat 15 Jahre gedauert und wurde durch die Rote Hilfe begleitet und durch die Rote Hilfe finanziell unterstützt. Und am Ende wurde festgestellt, höchst richterlich, dass das Berufsverbot falsch war. Und da sage ich ganz im Ernst, wenn die Rote Hilfe sowas macht, was ist dann das Problem daran? Ich jedenfalls finde, das ist unterstützenswert. Sehe da kein Problem. Und ebenso wenig sehe ich kein Problem bei dem von der AfD
bei der von der AfD so bezeichneten Antifa. Mal im Ernst, wenn Sie mir nachweisen können, wer und wo und wann und in welcher Struktur die Antifa existiert, bin ich bereit, mit Ihnen über die Antifa zu reden. Solange Sie das nicht können, sage ich einfach nur, danke Antifa und macht weiter so. Danke, Frau König. Allerdings muss ich auch